Hey Leute, es ist jetzt quasi direkt nach meiner Nachtschicht unseres 50-Stunden-Livestreams. Und da ich die 11 Lootboxen voll gemacht habe, ist es mir scheißegal, ob ich müde bin oder nicht. Ich packe die direkt aus, damit das Video heute noch kommt und ihr wisst, was da drin ist. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt. Ich hoffe ja auch wieder legendäre, geile Skins. Mal gucken, ob sich mein Wunsch erfüllt. Schön wär's, ja. Und es ja, kann aufhören. Hab gewonnen. Durchgespielt, würde ich sagen. Wie geil ist das denn? Direkt den Machiachi-Skin von Reaper. Oh mein Gott. Ich sag's noch. Und da ziehen wir direkt den legendären Skin. Sehr cool. Gefällt mir. Wird ausgerüstet. Easy. So, dann haben wir einen Spruch von Soldier. Gibt's hier was zu sehen? Und dann haben wir hier ein Spieler-Icon von Genji. Und was von Zaya, was wir schon hatten. Nächste Lootbox, nächster legendärer Skin. Oh, lila, ne? Läuft bei mir, würde ich sagen. Coins gab es ein paar, 150. Dann haben wir eine Siegerpose von Genji. Sehr cool, haben wir auf jeden Fall noch nicht. Wird ausgerüstet. Dann ein Spruch von Winston. Natürliche Auslese. Natürliche Auslese, ausrüsten. Und hier haben wir ein American Hero Spray. Das sieht gar nicht so kacke aus. Ich glaube, ich nehme das. Momentan habe ich ja dieses Wanted-Bild, wo er sich so ein bisschen, wo er einmal neu zu sehen ist und einmal alt. Ich nehme das, ich finde das ganz cool. Next. Ich hoffe ja auf die nächste... den nächsten legendären, aber da ist nur ein blaues drin. Aber wie krass ist das bitte? Mit gleich im ersten den legendären Skin. Hier haben wir einen Rotox Spray, dann ein Zarya Spray, alle Helden Siege Mode und ein Spruch. Der ist nice. Alt aber oho für Reinhardt. Wird ausgerüstet. Next. Legendär. 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 Was ist los, nächste legendäre Skin für Lucio. Wobei wir da ja schon den coolsten haben. Aber easy, der nächste legendäre Skin. Wie geil. Nice. Dann haben wir Widowmaker Sanduhr. Wir haben ein bisschen Währung. Und wir haben ein Spieler-Icon, Sakura. Sehr schön, die Kirschblüte. Next. Noch einen legendären vielleicht? Ich meine, wir haben ja noch kein... Was zum Henker ist das für eine Box? Nur blaue Skins und ein lilaner? Sieg! Sehr geil. Ein Anzu-Emote. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir die Siegerpose für Bastion. Wir haben die Siegerpose für Rotok. Daumen hoch. Und wir haben einen Skin, den wir schon haben. Aber what the fuck sind das für Boxen heute? Nächste. Die sind ja wohl richtig nice. Okay, diesmal wieder nur ein blaues. Ganz entspannt. Das nächste, der nächste Diva-Skin ist am Start, wobei wir da ja einen ordentlichen haben. Dann haben wir hier einen Spruch, den wir schon hatten. Wir haben einen Bastion-Spray, das machen wir mal rein, und ein Symmetra-Spray. 5 Lootboxen to go. Wenn es so weitergeht, dann habe ich bald alle legendären Skins, ey. What the fuck geht heute ab? Sehr nice. Der Stream war richtig geil und das ist jetzt nochmal so ein kniend. Die sieht auch ziemlich nice aus von Hanzo. Gefällt mir richtig gut. Auch wenn ich mich frage, was genau das ist an seinem Bogen. Ist das so eine Zielhilfe? Falls ihr das wisst, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Die wird auf jeden Fall ausgerüstet. Dann haben wir die Tracer Heißes Pink, den Skin. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, welchen Skin ich bei Tracer habe. Ich rüste ihn erstmal aus, weil ich glaube, ich habe noch keinen. Falls doch, dann werde ich den nochmal wegmachen. Junkrat durchgedreht haben wir das Spray und May ausrüsten. Next, 4 Lootboxen. Vielleicht kriegen wir noch einen legendären Skin. Wäre nice. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. 11 Boxen aufgemacht, nur legendäre Skins drin gefühlt. Junger Genji! Sehr nice. Sehr, sehr nice. Ist auch einer meiner Lieblingsskins von Genji tatsächlich. Also ich finde den Beduin nicht schlecht, aber Jung Genji finde ich nice. Auch wenn seine Haare jetzt natürlich nicht top sind, aber cool. Ausrüsten. Und dann haben wir natürlich ein Symmetra-Spray. Wir haben das Soldier 76-Icon und ein ziemlich cooles Genji-Seelenspray. Ausrüsten. Nächste Lootbox. 3 to go. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Das sind so viele legendäre Skins heute schon wieder. Heftig. Richtig nice Boxen. Das haben wir schon. Dann haben wir ein Torbjörn-Rüstungsspray. Wir haben ein McCree-Spieler-Icon und zu guter Letzt die Bastion-Kanone. Jetzt noch einen legendären. Wäre nice. Ja. Alter. Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn heute los? Der Raptoren-Fahrer-Skin. Legendär. Easy. Ich mache jetzt immer nach langen Streams Kisten auf.
Das lohnt sich ja richtig. What the fuck, ey? Was geht heute ab? Und die beiden Sachen haben wir schon. 620, da können wir uns ja bald sogar einen neuen Legendären kaufen. Und die letzte Box. Alter. Richtig krasser Stuff drin, ne? Da gibt es nochmal ordentlich Kohle hier am Ende. 50, das wird auch direkt verkauft. Dann haben wir ein Highlight-Intro. Das sieht schon nice aus. Das rüsten wir auf jeden Fall aus. Und wir haben das, was wir schon haben. Oh mein Gott. Was war das bitte für ein Unboxing? Wir haben einen Haufen neuer legendärer Skins. Ganz vorweg Genji, mein persönlicher Lieblingsskin heute, glaube ich. Ich check nicht, was los war, ne? Wir haben gefühlt für jeden Charakter einen Skin gezogen gerade. Krass, also ist echt heftig. Schreibt mir gerne in die Kommentare, warum ich so einen Lack haben sollte nach so einem langen Stream. Ich habe keine Ahnung. Und welcher Skin euch am besten gefallen hat. Und sobald ich wieder genügend Kisten habe, werde ich natürlich wieder schön öffnen. Und vielleicht haben wir dann wieder so viel Lack. Aber ich glaube nicht, dass wir nochmal so einen Tag haben. Ja, das war's. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Ciao.